Hallo und willkommen zurück zu Atelier Escher und Logi. Wir stehen hier immer noch am Ende der Welt, bereit für die Heimreise. Ich gucke nun gerade noch mal eben, ob auf der Karte hier noch irgendwelche Markierungen sind, dass wir noch irgendwas erledigen müssen. Das sieht aber wohl nicht so aus. Auch die Map ging ja nicht mehr weiter. Gut. Ich benutze jetzt noch nicht direkt die Feder, sondern ich will noch mal gucken, ob hier sonst noch irgendwas ist. Wenn ich jetzt die Karte verlasse, ob da noch irgendwas passiert. Nee, dann müsste ich jetzt hier 7 Tage zurückreisen, das werde ich natürlich nicht tun, sondern stattdessen die Feder verwenden. Muss ich es von hier machen, oder? Ja. Ah, sehr schön. Jetzt haben wir hier eine neue Bombe bekommen und noch ein paar andere Sachen, die ich noch nicht identifizieren kann. Ich denke, das ist auch nötig bei den Kämpfen, die wir jetzt die letzten Folgen gehabt haben. Die sind ja mit der derzeitigen Ausrüstung wohl noch nicht so machbar. So, dann wollen wir ja auf jeden Fall auseinandernehmen. Vielleicht finden wir ja noch tolle Zutaten dabei. Okay, immerhin eine Primomedizin ist nicht schlecht. Noch eine. Okay. Ja. Okay, aber selbst wenn wir die Sachen schon haben, sie haben halt neue Eigenschaften, die wir so noch nicht haben. Diese Zutaten jetzt. So, dann schauen wir mal, ob neue Events hier in der Stadt sind. Ich hoffe ja, wo wir zum Ende der Welt gekommen sind. Genau, muss ja einiges passiert sein. Ich denke, wir reden erstmal mit Arvin. Der ist ja vielleicht noch ein bisschen geknickt. Na, あれからアビンは大丈夫なのか? Hey, meinst du, dass es Arvin wieder besser geht, seitdem wir diese Notiz des Expeditionskurs gefunden haben? Na, ich glaube, der Schock war ein bisschen viel für ihn. Er hat das Thema seitdem ja auch nicht mehr angesprochen. Ja, kann sein, dass du recht hast. Nach außen hin sieht er aus wie immer, aber nach innen hin könnte er depressiv sein. Oder deprimiert sein. Na, was geht ab, ihr beiden? Ihr seht so ein bisschen ernst aus. Oh, Brüderchen, sei bitte fröhlich, okay? Hä, wovon redest du überhaupt? Ja, du wirktest so ein bisschen niedergeschlagen, seitdem wir da zum Ende der Welt gereist sind und deshalb. Ach so, na gut, ja. Gibt wohl auch keinen Grund, meine Enttäuschung zu verbergen. Aber habt ihr euch ernsthaft Sorgen gemacht, weil ich so ein bisschen niedergeschlagen wirkte? Ja, warst du es denn nicht? Da ich 確かにショックだったけど、
Ach, macht euch doch mal keine Sorgen. Klar, ich war ein bisschen schockiert. Aber mein Traum ist nun klarer, als er jemals war. Ich freue mich sogar schon drauf, was ich als nächstes machen werde. Als nächstes, was hast du denn vor, Brüderchen? Na, über den Hügel rüber, ist doch klar. Aber ich werde mir kein Luftschiff borgen, ich werde meinen eigenen Blip basteln. Über den Hügel? Unmöglich. Du wirst das niemals schaffen, nicht in einem Blip. Ja, kann sein, kann sein. Es wird in jedem Fall eine große Unternehmung. Aber ich habe halt die Welt nicht an Enden sehen, da wo wir unsere Reise beendet haben. Auch wenn das Expeditionskorps gesagt hatte, das wäre dort das Ende der Welt. Ja, bist du dir da sicher? Es kann aber härter werden, als du denkst. Ja, ich lebe halt den Traum dieser Leute weiter. Ich bleib am Ball. Ich werde das Ende der Welt sehen, auf die eine oder andere Art und Weise. Es ist mein Traum. Ja, da hast du wohl recht. Wir werden dir auf jeden Fall mit Rat und Tat zur Seite stehen. Danke. Ja, danke, aber jetzt müssen wir erstmal ein bisschen hart arbeiten, um das Geld zu beschaffen, um die Teile für den Blip zu kaufen. Und keine Arbeit ist zu niedrig für mich. Ich werde reparieren, sei es Dächer oder ganze Häuser, wenn es sein muss. Oh, Arvin, du gibst wohl niemals auf. Ja, das ist mein Bruder, wie ich ihn kenne. Ja, und er gibt jedenfalls ordentlich Gas, wenn er einmal sich ein Ziel gesetzt hat. Ja, ich hoffe, er wird das Ende der Welt finden, von dem er immer geträumt hat. Ich fürchte eher, er wird bei dem Versuch irgendwann mal umkommen. Weil hinter dem Ende kommt ja immer noch wieder ein neues Ende und noch ein Ende und irgendwann hat er dann kein Glück mehr. Wer bist du eigentlich? Okay. Gut, dann gehen wir hier mal zu Lucille. Ach, was soll ich nur machen? Du wirkst ein bisschen niedergeschlagen, Lucille. Stimmt irgendwas nicht? Ah, Luzi-senpai. Keine große Sache. Ach, Logi, ja, es ist nicht so wichtig. Mach dir keine Gedanken darüber. So, ka. Wenn du willst, dann komm ich mit.
Wirklich? Aber wenn es da was gibt, wobei ich dir helfen kann, sag einfach Bescheid. Ich höre dir dann zu. Bist du dir da sicher? Ich meine, ich will dich jetzt nicht nerven, ne? Ja, während du so traurig bist, bist du doch auch keine richtige Hilfe in der Gruppe. Also ist es doch besser, wenn ich dir jetzt helfe, oder? Ja gut, es gibt da halt ein kleines Problem mit meinen Eltern, die ja noch in der Hauptstadt sind. Ich hatte selbst nie ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Wir haben uns eine Menge gestritten, wenn ich so richtig drüber nachdenke. Ja, so ist das bei mir aber nicht. Meine Eltern unterstützen mich stark. Ich habe jetzt noch ein bisschen Rorona wieder gespielt, die neue Version. Und da muss ich so an Roronas Eltern denken. So, oh, wir gehen, fahren jetzt in Urlaub, so 2-3 Monate. Du kommst ja hier allein zurecht. Und dann bringen sie ihr als Gastgeschenk dann so ein paar alchemistische Zutaten mit. Na, ich hoffe, bei Lucille ist das angenehm. Aber so wie Lucille aussieht, denke ich, die ist sehr behütet aufgewachsen. Ja, tut mir leid, deswegen, wo ist denn dann das Problem? Ja, das Problem ist einfach, dass wir ein zu enges Verhältnis haben. Und das ist ein Problem? Ja, sie schreiben mir mindestens einmal die Woche, fragen, wie es in dem Job so läuft, ob ich gemobbt werde, halt das Übliche. Ah, dann machen sie sich halt Sorgen über dich, Sorgen um dich. Ja, das ist noch nicht alles. Vor einiger Zeit, als ich sehr beschäftigt war, habe ich nicht sofort auf einen ihrer Briefe geantwortet. Und dann haben meine Eltern sofort einen Brief an den Bereichsleiter geschickt. Ja, sie waren sehr vergrillt, dass ich in einem Sweetshop, wohl eher Sweatshop, ne? Dass ich also, dass sie halt ausgebeutet wird. Und, dass sie wollten jetzt jemanden schicken, der mich hier wieder rausholt. Oh, dann bin ich aber überrascht, dass da kein größeres Problem daraus entstanden ist. Ja, der Bereichsleiter war in der Lage, sie zu beruhigen mit einem Antwortbrief. Aber gerade jetzt kam er wieder zu mir und hat gesagt, dass er einen weiteren Protestbrief erhalten hat. Ja, das war falsch. Ich denke, es ist ein ernsthaftes Problem. Ja,
Es ist so peinlich. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ja, es ist halt schwierig, sich von seinen Eltern zu entnabeln. Wahrscheinlich ist es noch schwieriger, wenn man ein richtig gutes Verhältnis hat. Aber da muss sie halt durch. Und man muss die Eltern dann auch mal dran gewöhnen, dass die Briefe dann nicht regelmäßig kommen. Luji-senpai, nara, koyu toki te doushimasu ka? Was würdest du denn in einer derartigen Situation machen, Luji? Uchi wa hounin-shugi datta kara na. Sankou ni naru ka wakaranai kedo, chotto kangaete miyou. Ja, meine Familie war halt ziemlich verquer in vielerlei Hinsicht. Ich denke nicht, dass ich da ein gutes Beispiel bin. Ja, ich versuche mal eine Lösung zu erarbeiten, aber wenn du eine Antwort hast, sag bitte Bescheid. Okay, ein ganz neues Problem jetzt. Müssen wir noch Lucille beim Erwachsenwerden helfen. Und das 2 Tage vor Weihnachten. Also 22.12. haben wir ja. Gut, dann gehen wir mal noch zum Eingang der Stadt. Linker, du bist das. Ich dachte, Sreya würde hier warten. Ja, schön, dass ich euch mal wieder treffe. Oh, du bist die andere Linker, oder? So, so, langsam habt ihr es drauf. Ich bin Nummer 3. Ihr könnt mich einfach Schwester 3 nennen, wenn ihr Lust habt. So hat mich jedenfalls Linka genannt, als wir noch jünger waren. Sie war nicht so niedlich wie... So niedlich ist sie mittlerweile aber nicht mehr drauf. Ich überlege nur gerade, deshalb stotter ich auch gerade so rum. Als sie jünger waren, das heißt, auch die Linkas altern, dann ist meine Theorie, dass das wohl irgendwelche künstlich erschaffenen Wesen sind, wohl doch nicht richtig. Sind das wohl doch eher Klone, wie einer meiner Zuschauer mal meinte. Ja, ich denke nicht, dass ich dich so nennen kann. Denn du bist doch auch eine Linka. Anoko, ima wa koko de shigoto shiteru ndatte? Linka wa dou? Nawari to nakayoku shiteru? Ja, ich habe gehört, Linka arbeitet hier nun. Wie geht's ihr denn so? Kommt sie gut mit den anderen Leuten klar? Ja, da musst du dir keine Sorgen machen. Sie ist ein super Vorbild. Ja, wirklich? Ist sie erwachsen geworden? Ja, sie ist halt ein bisschen seltsam und nicht die hellste. Und deshalb hatte sie immer Probleme, mit anderen Leuten klarzukommen. Ja, ein bisschen stumpf ist sie auch, also nicht wie ich. Und das ist doch schön zu hören, dass es ihr gut geht. Danke. Ja, keine Ursache. Also über die Schwester zu reden.
Und wo bist du bis jetzt gewesen? Ja, Linka janai. Konban koso wa ippai do? Oh, wenn das nicht Linka ist, wie wäre es denn, wenn wir nachher ein Trinken gehen? Hagura kasanai de hoshii. Watashi wa anata o sagashita koto mo aru nda. Jetzt weich bitte nicht meiner Frage aus. Ich habe nach dir gesucht. Hoka no Linka tachi to chigatte, anata wa leader datta. Anata nara hoka no Linka no koto mo takusan shitteru to. Du warst immer sowas wie eine Anführerin, nicht so wie die anderen Linkas. Ich denke, du weißt mehr über sie. それは外れよ。私もみんなを探してる途中なだけだし。Nein, da liegst du falsch. Ich schaue nach den anderen genauso. この地方にもリンカがいるって聞いて、フラッと寄ってみただけよ。元気そうでよかったわ。Ich hörte halt, Linka sei in dieser Region, also habe ich kurz einen Stopp eingelegt, um nach ihr zu schauen. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Kawaii Kohai-kun to genki na Kohai-chan ni mo megumareta mitai desu ne. Urayamashii na. Und du bist sogar mit einer Handvoll niedlicher kleiner Freunde gesegnet. Da bin ich ganz neidisch. Sonna fuu ni homerarete mo hannou ni komarimasu. Oh, da weiß ich gar keine Antwort auf ein Kompliment dieser Art. Anata wa kore kara dou suru nda? 敵対する気がないなら、マリオンに事情を話して一緒に。Ja, was hast du denn jetzt vor? Wenn du nicht als Feind da bist, solltest du mit Marion sprechen und bei uns bleiben. それはパス。私は中央の連中と組む気はないわ。Nein, vielen Dank. Ich habe keine Intention, irgendwelchen Leuten zu helfen, die mit der Hauptstadt zusammenarbeiten. それに確かめたいことがあるの。私がどうやって生まれたのか、誰が産んだのか、私は本当に私なのか。Ja, und da ist immer noch etwas, was ich finden muss. Wie und warum ich geboren wurde. Wer es gemacht hat und welche wirklich bin. Ja, also Linka Nummer 3 ist halt auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, könnte man quasi sagen. Also nach dem Wunder ihrer eigenen persönlichen Existenz. その、お父さんとお母さんがわからないんですか？Ach, dann kennst du deine Eltern gar nicht? まあ、そういう意味かな。私は多分、お母さんに会いたいんだと思うの。Ja, einfach ausgedrückt kann man das so sagen. Ich denke, ich will einfach meine Mutter treffen. お母さん、私にもいるんだろうか？ Mutter. Ich frage mich, ob ich wohl eine habe. Linka wa dou? Atashi to issho ni ikkanai? Wie sieht es mit dir aus, Linka? Möchtest du mich begleiten? Mein Vorschlag als Logi wäre jetzt, dass sie vielleicht noch 98 Tage warten könnten. Dann sind wir hier mit unseren gröbsten Sachen durch. Aber mal sehen, was unsere Linka jetzt sagt. 私は一緒に行けない。居場所を見つけてしまったんだ。すまない。Ja, ich kann dich nicht begleiten. Ich habe halt meinen Platz gefunden. Es tut mir leid. Das ist auch immer so eine generelle Entscheidung. Begibt man sich jetzt auf die Suche nach dem Sinn des Lebens oder lebt man sein Leben einfach so, wie man denkt, dass es gut und richtig ist, ohne nach einem tieferen Sinn zu suchen? Und hier haben wir halt zwei unterschiedliche Entscheidungen. Linka Nummer 3 sucht und unsere Linka, ich weiß jetzt gar nicht, welche Nummer es ist, lebt halt so, ohne das alles zu hinterfragen. Nani sore? Linka no kuse ni namaiki? Demo, kotowatte kurete arigato. Kore de miren naku tabidateru wa. Den Begriff Cheeky kenne ich leider nicht. Aber danke, dass du
abgelehnt hast. Jetzt habe ich wenigstens, werde ich es wenigstens nicht bereuen, losgezogen zu sein. Es war schön, dich mal wieder gesehen zu haben und noch schöner war es, dass wir miteinander reden konnten. Vielen Dank. Schwester 3. Ja, ne, minna. Wenn es geht, dann wieder einmal. Ja, wir sehen uns alle zusammen. Irgendwann werden wir uns wieder treffen. Das war doch nett, oder Linka? Vielleicht solltest du deine Schwester begleiten. Nein, Escha, ich kann ihr nicht mehr folgen. Vielleicht ist da irgendwann mal was vorgefallen, man weiß es nicht. Falls sie mich erneut fragen würde, wäre ich vielleicht nicht in der Lage, abzulehnen. Ja, sie war wirklich eine merkwürdige Person. Ich frage mich, ob wir sie tatsächlich noch einmal wieder treffen. Ah, ich denke mal, im Atelier Shelley, da wird auch noch wieder Linka eine Rolle spielen. Wir werden sehen. So, und das war's schon.